Pak Sultan, wir müssen noch einmal reden. Freundliches Pak Sultan, es ist zurückgekehrt. Selbstverständlich. Vor langer Zeit haben das Pak Sultan und ich über Lieder gesprochen und... Ah, natürlich. Es ist nicht dasselbe Pak Sultan. Verzeih mir. Die Hörner. Dem Pak Sultan fehlen die Hörner. Dann ist es eine neue Bekanntschaft. Was bringt es zum geplagten Yaesha? Ich bin unzählige Tage durch diese Wälder gereist, bis zu dem Tempel vor mir, den ich aus Angst vor der Bestie darin nicht zu betreten wage. Ich habe niemanden gesehen, weder Pak Sultan noch Pan. Ich fürchte mich davor, das Pak Sultan in den Tempel zu schicken. Aber falls es Hoffnung gibt, liegt sie im Inneren. Leider ist die große Wasserharfe, von der die Geschichten erzählen, dass sie den Tempel einmal geöffnet hat, seit Ewigkeiten zerschmettert. Ohne ihre Melodie besteht keine Hoffnung. Doch Vorsicht, freundliches Pak Sultan, denn der Verwüster wurde schon einmal getötet. Es gibt nichts Mächtigeres als das, was den Tod wie Laub abschüttelt. Ja, stell deine Frage. Oh ja, das habe ich. Pak Sultan erweist dieser Welt seit Generationen seine Ehre. Der Ältere, der den es Fort nennt, der Zerstörer, der viele Gesichter tötete, der Wanderer, der dem Verwüster entgegentrat und überlebte. Leider gibt es keine Melodien über Pak Sultan, aber ich hatte eine tragische Geschichte, die in viele Balladen eingewoben ist. Die Geschichte der Wasserharfe ist die Geschichte von Yaesha und des Gleichgewichts. Es ist die Geschichte der Pan. Der große Wolf, der Verwüster, hat unser Volk dezimiert. Es heißt, dass er nicht getötet werden könne, da dies das Gleichgewicht stören und noch schlimmere Katastrophen über uns bringen würde. Also wurde die Harfe so gestaltet, dass sie die Bestie mit Musik besänftigte. Und das tat sie auch. Aber nur eine Zeit lang. Die Bestie entkam, brachte dabei die Harfe zum Schweigen und beendete ihre Melodie für sehr lange Zeit. Die Bestie ist Chaos und das Gleichgewicht unausweichlich. Das Gleichgewicht befasst sich nicht nur mit Leben und Tod. Liebe und Hass, Freiheit, Unterdrückung. Das Gleichgewicht steuert alles. Alle Wege führen es zum Tempel. Wenn es überhaupt Hoffnung gibt, liegt sie in dieser Richtung. Auch wenn ich um dessen Freundin willen hoffe, dass ich mich irre. Ich suche Hoffnung, freundliches Pak Sultan. Yaesha ist ruiniert. Die Fäulnis wächst, während der Baum schwindet. Das Gleichgewicht liegt in den Wehen. Doch trotz all dem erklang das Lied von Aethir immer noch. Man konnte es stets in Wind, Wasser, Sand und den Sternen hören. Ich kam zum Tempel in der Hoffnung, seine Melodien noch einmal zu hören. Nicht im Wind, sondern in reiner Wahrheit, wie es bestimmt war. Doch ich befürchte, dass die Melodie für immer verloren ist. Dazu bestimmt, allein in der Erinnerung zu leben. Es gibt viel zu erzählen, obwohl ich leider kein Gelehrter bin. Es genügt zu sagen, dass der Verwüster und das Reh das Herz dieser Welt sind. Die eigentliche Essenz des Gleichgewichts. Das Reh steht für das Leben, der Verwüster für den Tod. Beide gleich notwendig. Wenn man den Laiemir glauben mag. Doch jetzt dient der Verwüster der Fäulnis, der Verderbnis, die Yaesha Tag für Tag, Stück für Stück verschlingt. Ich weiß nicht, was aus unserer Mutter wird, aber ich vertraue den Lieder. Solange wir Musik haben, haben wir Hoffnung. Der Segen Yaeshas sei mit dir.
Großartig. Wird ja mal besser. Thank you.
Jetzt geht's los. Zum Glück ist das vorbei.